Hi und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Remastered. So, Ellie hat Joel gerettet, hat ihm Antibiotika gegeben. Er ist einigermaßen fit, so wie es aussieht. Allerdings wurde sie von Kannibalen, pädophilen Kannibalen Banditen gefangen genommen. Das klingt nicht so gut. Da sollten wir vielleicht was dagegen unternehmen irgendwie. Als verantwortungsvoller Erwachsener, finde ich, sollte man da ein bisschen ein Auge drauf haben. Sollte man mal schauen, ob da alles okay ist bei denen drüben im Lager. Also, ein bisschen Vorräte aufstocken und los geht's. Ja, ja, jetzt tut er so, aber ich bin mir sicher, die Wunde macht ihn nur noch mächtiger. Nach kurzer Zeit ist das alles verheilt. Der muss das ein bisschen, der ist zu lang rumgelegen. Da ist Joel nicht der Typ dafür. Der muss immer aktiv sein, sonst fängt er an zu rosten. Wenn der jetzt dann, ach guck mal, die hat hier glaube ich einen Stall in der Garage eingerichtet. Oh, das ist aber nice. Was wollte ich sagen? Genau, wenn der zu lange rumliegt, dann fängt er zu rosten an. Wenn der sich jetzt ein bisschen bewegt und so ein bisschen die Narbe an seinem Bauch dehnt durch Bewegung, dann geht es wieder. Dann ist der wie neu. Vielleicht sogar besser. Überall Magazine. Überall das gleiche Magazin. Na dann. Solltest du dir eine Mütze aufsetzen, Joel. Eine Mütze. Es ist kalt. Ellie! Wo ist sie hingelaufen? Ich weiß es zufällig, aber woher weißt du es? Oh oh, durch das Gebiet ist ja Ellie damals durchgeritten einfach. Kann sein, dass die das jetzt für Joel aufgehoben haben als Kampfgebiet. Wisst ihr, wie ich meine? Wahrscheinlich kommen wir jetzt Gegner und wir müssen uns hier runter kämpfen. Denn die haben ja überlebt. Ah. Na komm. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, oder? So ein bisschen zumindest. Ah, damn it. Okay, ja, da sind ein paar. Ich glaube, es ist Gewehrzeit. Ganz ruhig, Joel. Ganz ruhig. Meint ihr, ich kann das Ding in die Luft sprengen? Ich glaube, so Hollywood ist das Spiel eigentlich nicht, oder? Der muss da noch sein. Der ist sicher nicht tot. Aber vielleicht ist er... Hält er sich einfach still? Mucksmäuschen still. Oder er ist ganz weit weggelaufen. Hat sich mit seinen Freunden getroffen. Wer weiß. Oh, da kommt einer. Oder auch nicht. Ach, das gefällt mir nicht. Okay, whatever. Meinetwegen. Ist auch cool. Hampf. Suchen wir hier drüben. Ich sehe euch ganz genau. Feiglinge. Ah, bleib doch mal stehen. Du da. Du da. Moment, der hat überlebt. Unverschämtheit. Irgendwie hat der Ellie ein besseres Gewehr, habe ich das Gefühl, oder? Die hat alle One-Hit gekillt. So oder so, ihr werdet reden. Was, ihr werdet reden? Aber dann solltest du sie nicht alle erschießen.
Ich glaube, die reden nie wieder, Joel. Ich glaube, unsere Interessen sind da irgendwie in Konflikt. Ich würde gern alle töten, damit du überlebst, und du würdest gern, dass die überleben, damit sie reden. Da haben wir ein Problem. Da haben wir einen Interessenkonflikt, Joel. Ich als Spieler und du als Figur. Das ist jetzt schwierig. Ich bleib mal geduckt. Ich weiß nicht, ob hier noch welche sind. Ich will denen nicht in die Arme laufen. Es ist schon komisch, obwohl meine Energieleiste voll ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl von, oh nein, wir müssen auf Joel aufpassen, weil er sich die Seite hält und auch so schwer atmet und so voller Blut ist. Und ach, ich spüre sie richtig, die Wunde an meinem Bauch. Also an seinem, also an unserem, also wir. Wir und unsere Wunden und so. Hä? Ich kann gar nichts craften. Cool. Au, das muss so wehtun. Das muss so wehtun. Ah. Hab dich, Arschloch! Mach ihn kalt! Halt ihn fest! Scheiße! Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt sieh mich an. Sieh her. Ich hole die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frag ihn doch! Na los! Ich leg nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Nein! Schon auf! Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch? Genau da! Roll den Ärmel hoch! Guck sie an! Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Mist. Mann, was ist denn bloß los mit denen? raus hier eigentlich. Das wäre der Plan. Ich brauche eine Waffe. Jupp. Messer ist ein guter Anfang, aber irgendwas mit ein bisschen mehr Durchschlagskraft wäre schon nice. Da gebe ich dir recht. Vielleicht sollten wir uns außerdem ein bisschen beeilen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo wir hin müssen. Okay. Ich schaff das. Immerhin Medkit. Okay, gut. Das ist ein Anfang, oder? Und jetzt? Habe ich eine Taschenlampe? Ja, die haben sie mir nicht weggenommen. Gut.
Ah, warte mal. Ist das gelb alt? Nö, ist es nicht. Okay, ich dachte gerade, vielleicht ist das gelb markiert, um mir zu zeigen, dass ich... Aber nö. So, wohin damit? Wohin denn wirklich damit? Raus? Soll ich es rausschieben aus dem Gebäude? Es geht. Ich kann es rausschieben. Und dann hier rüber. Nein. Das war falsch. Mist. Verschlossen. Ah, okay. So rum, nicht raufklettern. Unten durchgehen. So, kommt mal einer her, ich brauche eure Waffen. Oh, verdammt! Okay, zumindest hat er nicht gelogen, was Frauen und Kinder angeht. Also die sind hier wirklich irgendwie eine Zivilgesellschaft auch irgendwie so. Nicht nur ein reiner Raider-Club. Aber kann man denn keine Infizierten essen? Frage ich mich schon die ganze Zeit. Genug ist genug. Die Kleine hat unsere Männer getötet und sie ist infiziert. Ja, Medkits über Medkits, aber keine Waffe. Das ist echt irgendwie blöd. Oh, da kommt einer. Da kommt einer rein. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Die Kleine, verdammt. Ich kann dir sagen, wo ich nicht bin. Und zwar hier. Ich gehe ran. Oh. Nein, geht nicht ran. Ich habe einen Revolver. Und ich werde ihn benutzen. Eine Kugel ist... genau genug, um eine Person zu töten. Und ich, oh Gott. Spielen wir dasselbe Spiel nochmal. Dein Freund ist ein Idiot, der gerade mit dabei war. Zum Glück für mich. Ach, der redet mit dem. Okay, soll er machen. Ich nehme noch eine Flasche. Flasche und Messer ist eine mächtige Kombination. Zum Glück ist gerade so ein Schneesturm. Der hilft uns, glaube ich, ein bisschen. Ist schon auffällig, dass es nur männliche Gegner in dem Spiel gibt, oder? Eigentlich komisch. Weil, warum? Aber okay. Oh, sie sind überall. Warum? Ich sehe die nirgends. Da ist einer. Aber einer ist doch nicht überall. Einer ist immer nur an einem Punkt. In der Regel. Bin jetzt kein Quantenmechanik-Profi, aber ich glaube schon. Ist er denn? Pesky Little Raider. Ich frage mich, ob der wirklich infiziert wird. Also ob sie wirklich Leute mit Bissen infizieren kann. Wahrscheinlich, wie die Affen. Verdammt! Oh. Da unten ist einer. Da hinten ist einer. Ich lade mal die Pistole nach. Ich werde versuchen, mit Flasche und Messer weiterzumachen. Oh, zu spät. Ich glaube, es ist Gottesdienstzeit. Wollt ihr nicht in die Kirche gehen, damit ich hier in Ruhe flüchten kann?
Oh je, da laufen ganz viele im Schatten hinten. Im Schneeschatten. Was denn? Wer hat mich denn gesehen? Das Geräusch hört man doch eigentlich nur, wenn man entdeckt wurde. Eine Spielhalle. Ui, da ist einer. Und da ist auch einer. Wer ist da? Oh, dang. Oh, oh. Nein, das war ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Wo steckst du? Ich bin gar nicht mehr hier. Ich habe mich aufgelöst. Au, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Wir müssen weg hier. Wir müssen weg hier. Das war nicht gut. Sag mal, kurz verbandagieren. Schade, ich hätte gehofft, er hätte Munition gehabt. Leider nicht. So, jetzt haben wir wirklich gar nichts mehr. So, komm her, Flasche. Du köstliche, köstliche Flasche. Die Flasche der Glückseligkeit. Die Rettungsflasche. Was denn? Wie kann mich der sehen? Nein. Oder? Na, Unverschämtheit. Komm runter. Na komm schon. Nein, 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 nein. Das war anders geplant. Ich frage mich, wer in dem Kampf Ellie gegen Joel gewinnen würde. Die schenken sich momentan nix. Das sind solche... Wo kommst denn du her? Ein Geist! Puh. Auch den Teleportiergeist haben wir noch mit unserem Messer besiegen können. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss hier für heute. Und morgen schleichen wir dann mit Ellie hier raus. Hoffentlich erfolgreich. Macht's gut. Ciao. Hallo zusammen und willkommen. Auf der PS4 wird gespielt. Wir haben es hier mit einer ganzen Armee zu tun. Aber in der letzten Folge haben wir gemerkt, dass Ellie auch mit einer ganzen Armee im Nahkampf zur Not fertig wird. Und die einfach kaputt macht. Und der Kerl mit dem Hosenträger und dem Schnurrbart da oben ist einer der coolsten Charaktere in diesem Spiel. Und das sage ich nicht, weil das Spiel irgendwie schlechte Charaktere hatte oder so, im Gegenteil, sondern weil er so verdammt cool ist. Ich würde gerne das Spiel spielen. Können wir den Automaten irgendwie zum Laufen kriegen? Fighter Instinct X. Das ist anscheinend ein Beat'em Up. Okay. Vielleicht können wir Geld abheben. Dann mit dem Auto... Nein? Na, schade. Na gut. Dann... Weiß ich auch nicht. Ich bin genauso überfragt wie du. Nehmen wir das Snowmobil. Dann weg hier. Mensch, das ist riesig. Wirklich? Ha, keine Ahnung. Ich dachte immer, die sind kleiner. Wer, ich? Ich bin hier. Ich sitze hier und lenke dich. Und du musst mich nicht siezen. Wir haben schon so viel zusammen erlebt. Ich sag auch Ellie zu dir. Wie gesagt, ich weiß nicht mal deinen Nachnamen. Ich glaube, ich gehe mal in den Lastwagen. Aber der sieht sehr leer aus. Wir gehen nicht in den Lastwagen. Wir gehen da nach hinten. Okay. Ah, da oben könnten wir durch ein Fenster in ein Gebäude. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, ehrlich gesagt. Aber hey, los.
So ein großes Gebiet und hier ist niemand. Das ist irgendwie verdächtig. Außerdem legen die mir hier noch ein Medikit hin. Das macht es noch verdächtiger. Oh ja, noch ein Medikit. Okay, die wollen mich auf irgendwas vorbereiten. Und ich bin gerade auf Scherben getreten. Aber Scherben bringen Glück. Also was soll's. Und noch ein Medikit. Jep, jep, die meint's gut mit mir. Aber machen wir Angst. Die platzieren hier nicht zum Spaß drei Medikits auf so engen Raum. Und überall Wurfgeschosse. Es ist Bosszeit. Wahrscheinlich kommt jetzt Pedokannibale und dann beginnt der Endkampf. Will ich nirgends hin. Dann hol dir doch den Schlüssel. Vielleicht sind hier aber Scherben. Du bist nicht. Oh, ich brauche die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Du musst zugeben. Dir geglaubt. Ganz. Bam! Oh-oh. Machetenzeit. Du überrascht mich immer wieder. So schade, dass du uns ablehnst. Jetzt ist es zu spät. Hä? Kleines Häschen, lauf. Hä? Hab ich dich. Ich habe ein bisschen Angst. Was hat er gerade gesagt? Da bist du ja? Woher soll er denn wissen, wo ich bin? Der weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß, wo du bist. So sieht's aus. Du bist ein Betrüger. Scherben. Oh, jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Er war doch gerade noch da hinten irgendwo. Kann doch nicht weit gekommen sein. Oder? Aha, da ist er. Er ist genau hier. Hält sich wohl für Jason. Aber Halloween ist schon vorbei. Und der Freitag der 13. auch. Du siehst albern aus beim Schleichen. Wollte ich dir nur mal sagen. Pedokannibale, ich komme. Ich trau mich jetzt gerade nicht. Der Weg ist so weit und da ist eine Kiste im Weg. Der bleibt da nicht ewig stehen. Okay, den Bosskampf hätten wir. Und jetzt ist Joel da. Als ob Ellie nicht schon Problem genug für die wäre, kommt jetzt auch noch Joel. Die haben echt kein Glück heute. Heute ist echt nicht deren Tag. Ich glaube, so haben sich früher die alten Griechen oder sowas gefühlt, wenn sie glaubten, sie haben sich jetzt mit ihren Göttern verscherzt. Da kommt einfach eine Übermacht, da kann man nichts machen. Da ist einfach alles vorbei dann. Da kann man nur noch Lämmer opfern und hoffen. Wir sollten den Unterschlupf beschützen. Eine exklusive Rente in der Stadt kommuniziert ab den Ausgang.
Pläne ist tödlich und die auftauchen dann. Wir müssen einfach wachsam bleiben. Hallo. Hier bin ich. Hey du da. Aha, ich bin überall. Ach ja, das ist schon lustig, oder? Gleich hier! Hey! Hinter diesen Pumpen! Hast du noch nie einen Hollywood-Film gesehen? Das explodiert gleich. Er muss hier irgendwo sein. Ich werde hier suchen, Mann. Ja, such mal hier. Und? Hast du ihn gefunden? Cool. Ich auch. Oh, ich glaube, der hat uns gerade gesehen, oder? Warum habe ich denn die Waffe ausgerüstet? Aber ist okay. So, sind wahrscheinlich die letzten Reste der menschlichen Zivilisation, die wir hier ausrotten. Nicht die Klicker sind das Problem. Für die. Ist hier dein Eingang? Ist ja eigentlich eine coole Idee, aber hat auch nicht viel genützt jetzt. Also bei jedem hätte es super genützt, aber nicht bei Joel. Ah, da ist einer. Aber wirklich nur einer. Zumindest höre ich nur den einen. Den könnten wir auch erschleichen. Atme nicht so laut, Joel. Aber ich schätze, bei dem Wind ist es egal. Oh, da kommt der Nächste. Schnell. Schnell weg. Oh, die Nächsten sogar. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Hey, ist aber nicht so nett von dir. Ich glaub's nicht. Getroffen. Cool. Okay. Was ist das? Erstmal wieder? Vielleicht. Man weiß es nicht. Geh ins Licht, Joel. Geh zum Licht. Oh nein, hier sind zwei Lichter. Na toll, jetzt haben wir den Salat. So ein bisschen Wärme tanken und weiter geht's. Ob The Last of Us 2 vielleicht Survival-Elemente kriegt, ein bisschen mehr? Aha, der sperrt sich hier einfach ein und weiß gar nicht, ob es hier irgendwie... Oh oh, Ellies Rucksack. Den kann ich mir anschauen. Auch vergrößern. Und verkleinern. Was ist das? Was macht Ellies Zeug hier? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Wir sind doch deswegen hier. Natürlich ist ihr Zeug hier irgendwo, oder? Oh Gott! Ah, wir sind in der Metzgerei. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Ich frage mich, ob Joel früher auch Menschen gegessen hat. Wir wissen ja, dass der auch mal bei so Raidern war. Aber haben die Leute auch gegessen? Ich meine, ehrlich gesagt, ist mir das dann auch schon scheißegal. Ob man jetzt Leute nur überfällt und die dann beraubt und auf den Haufen wirft und verbrennt oder sie gleich isst. Da ist für mich... Also das ist dann auch schon egal. Oh, Scheiße. Ellie... Sie ist zufällig wirklich da drin.
Macheten, Zeit. Schneller. Schnell und nicht so laut. Oh oh. Oh oh. Pedokannibale kommt gleich. Ah, so klar. Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. Oder nicht. Gar nicht dein Stil, oder? Du kannst noch weg. Leck mich! Du kannst mich? Hä? Dann lass dir gesagt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich fähig bin. Ich bin's. Hier. Ich bin's. Er wollte mich. Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Und da ist der Hirsch wieder. Es ist Frühling, die Zeit des Lebens und der Hoffnung. Ellie! Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine. Oder Reh. Ich weiß nicht, ob Hirsch oder Reh. Auf jeden Fall zieht sich das Symbol halt durchs ganze Spiel. Spürst du die Brise, hä? Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ich meine, dass ihr einmal im Quartal die Kleidung wechselt anscheinend. Ist okay. Whatever. So. Oh Gott. Nein, nicht. Warte mal. Hey, den behalten wir. Familienfoto. Umdrehen. Forgive us. Vergib uns. Wer vergibt wem, ist die Frage. Ich vergeb den. Meinen Segen haben sie. Was auch immer. So, mal schauen. Können wir irgendwas? Nein, können wir nicht. Dann können wir wohl einfach nichts mehr mitnehmen. Oh, da ist ja... Das ist mir gar nicht... Au. Okay. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Cool. Ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. So Leute, und ich würde sagen, wir müssen jetzt hier mal kurz unterbrechen. Morgen geht's weiter. Kommt zurück zu The Last of Us Remastered. So, es ist Frühling. Die Schrecken des Winters sind hinter uns. Wir haben uns neue Klamotten angezogen und gehen jetzt Richtung Krankenhaus, wo wahrscheinlich wir die Fireflies treffen, die aus Ellie ein super Heilmittel machen können.
Wenn ich sage Superheilmittel, meine ich Super-Duper-Heilmittel. Ich schaue mich mal kurz hier in diesen dunklen Unterbrückenbereich um. Warum? Keine Ahnung. Erstens, weil es hier wahrscheinlich sogar weitergeht, wenn ich mir das so ansehe. Eigentlich wollte ich schauen, ob es hier Loot gibt, aber vielleicht müssen wir hier hochklettern. Nein, wir klettern hier nicht hoch. Gut, dann weder Loot noch hochklettern. Ist eh doof. Warum suche ich eigentlich nach Loot die ganze Zeit? Wir sind komplett voll. Ich kann gar nichts mehr mitnehmen. Na gut, aber andererseits gibt es ja vielleicht auch noch gelbe Heftchen, Werkzeugkasten. Wie überall. Eine verwaiste Quarantäne. Und sowas. Waren wir eigentlich in der letzten Quarantänezone ever? Hatten die Quarantänezonen Kontakt zueinander? Funkkontakt oder so? Man könnte davon ausgehen, dass das Militär das kann, oder? Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Oh, das sieht noch überraschend gut aus. Panzer. Vielleicht geht es hier durch, ha? Na? Vielleicht. Wer weiß. Wahrscheinlich, weil wo sonst? Das sieht zumindest wie ein Eingang in eine Quarantänezone aus, wo wir hier sind. Immerhin. Nur, dass wir da nicht reinkommen. Ellie, wir kommen hier nicht rein. Dafür liegt hier ein Lappen, den kann ich noch nehmen. Ah, hier ist eine Leiter. Elrich. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Würden Sie bitte mal herkommen? Ich kann dich hochheben. Nein, kann ich nicht. Okay, gut. Von mir aus. Hey, 10 Pillen. Immerhin. Können wir eigentlich schon wieder ein bisschen was aufbessern? Theoretisch könnten wir die Fertigungszeit aufbessern, aber die ist mir ehrlich gesagt so egal. Die könnte mir echt nicht egaler sein. Der egalste Skill überhaupt, so ziemlich. Wobei, wenn ich mir das so anschaue, habe ich schon irgendwie... Na gut, Heiltempo kann man sogar im Kampf manchmal brauchen, aber wann muss ich im Kampf unbedingt ganz schnell was craften? Ja, ich meine... Naja, nee. 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 Klappe halten. Ah, Mann, ey. Du springst aber auch wie so ein Wiesel. Was ist denn los, Ellie? Ist alles okay? Ja, na klar. Du bist nur irgendwie so still heute. Oh, tut mir leid. Nein, es ist nicht... Schon gut. So, können wir jetzt die Leiter holen? Ich weiß wirklich schon wieder nicht, was das Spiel so genau von mir will. Ich dachte, ich heb Ellie jetzt einfach hoch und fertig. Ah, jetzt geht's. Okay. Gut. Auf geht's. Dann weiß ich, was das Spiel von mir will. Ellie? Ich weiß, was los ist. Die Leiter. Sie hat Angst, dass wir uns trennen, dass wir uns nicht mehr sehen, wenn wir im Krankenhaus sind. Und wäre es ein paar Monate vorher passiert, wäre es wahrscheinlich so gewesen, aber ich glaube, jetzt hängt Joel an ihr. Als Tochterersatz hat er sie akzeptiert. Das klingt so abwertend und negativ. Als Tochter einfach. Leiter runter! Blöde Tochter! Weil ich! Ich schaue nur gerade, ob man die Leiter noch irgendwo anders brauchen könnte, aber eher nicht. Ellie! Oh oh. Oh oh. Ich weiß, glaube ich, was jetzt kommt. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Eine der schönsten Szenen in der Videospielgeschichte ist... Was zur Hölle? Soll das ein Scherz sein? Ich komme schon, ich sehe nichts. Ich sehe nur Schatten. Siehst du das? Psst, ganz leise. Schon gut, schon gut.
bist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Oh, sieh hin. Hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. Komm schon. Die berühmte Giraffenszene. Beeilung! Na los, na los, na los! Ich komm ja schon. Das ist so ein schöner Kontrast zum vorherigen Spiel. Und eben auch dieses Symbol der Hoffnung und des Lebens wird hier schön dargestellt. Sehr gut. Gut gemacht, Naughty Dog. Good Naughty Dog. Klasse. Ellie, du kannst ruhig noch hierbleiben. Ich muss mal kurz was überprüfen. Was ist das da? Siehst du das? Da schwebt was in der Luft über dem Haus. Ich will nicht den schönen Moment zerstören, aber... Ha. Tja. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe... Das kann nicht umsonst gewesen sein. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. So, ist hier jemand? Ich frage mich, ob noch was kommt. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt's? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Ich dachte gerade, dieser gelbe Aufkleber wäre ein Heft. Dass ich meine Messer jetzt 150.000 Mal benutzen kann, bevor sie kaputt gehen oder sowas. Aber leider nicht.
Fällen. Wie viel brauche ich noch, damit ich hier unten Schwanken minimieren kann? Ach, nur noch 10 Pillen. Na gut, 10 Pillen. Jetzt gehen wir gleich in ein Krankenhaus, da werden wir doch wohl 10 Pillen kriegen. Hey, ein Werkzeugkoffer! Stufe 5. Wenn wir jetzt noch eine Werkbank finden, habe ich die gerade übersehen vielleicht oder so? Wer weiß. Wer weiß. So wichtig ist es auch wieder nicht. Wir kommen klar, habe ich das Gefühl. Aber cool wär's. Mal schauen. Ah, da drüben sehe ich eine. Dann gehe ich da gleich mal hin. Ganz gemütlich hinjoggen. Nur kein Stress. Yeah, Werkbank. Mal gucken, was haben wir denn hier noch? Ganz viel Schrott. Ganz viel Zeug, das ich nicht mehr nehmen kann. Eine Karte. Die Karte der Quarantänezone von Salt Lake City. Wo sind wir? Aha, aha. Ich habe keine Ahnung und kann mich nicht orientieren. Dann ab an die Werkbank. Das ist ein guter Platz. Hier kenne ich mich aus. Hier fühle ich mich wohl. Wollen wir dem Flammenwerfer nochmal Schaden plus? Katsching! Mehr Reichweite. Oh, jetzt geht schon Nachladetempo nicht mehr. Haben wir aber schnell ausgegeben jetzt. Hier wäre eine Magazinkapazität. Ja, 2 Schuss da drin haben, ist nicht schlecht. Für 5 werden wir nichts mehr kriegen. Naja, aber immerhin. So geht es doch. Wir haben jetzt einen maximalen Flammenwerfer. Ach so, für die Waffe haben wir gar keine Munition mehr, die ich gerade verbessert habe. Egal, ich mache mal Flammenwerfer und Schrotflinte und die anderen beiden auf Entfernung. Wie viel Munition? Ach Quatsch, falsch. Sorry. Nein, hier. So, wie viel haben wir für die andere Pistole? Auch nur 12. Na, dann bleibe ich beim Revolver. Ich glaube, der ist immer noch stärker. Stecker. Schaue ich mal noch in die anderen Zelte, wenn es möglich ist. Ich weiß es gar nicht. Die sehen zu aus, die beiden hier. Ja, und so eine geschlossene Zeltwand, da kommt man nicht durch. Da haben wir keine Chance. Brauchen wir gar nicht erst versuchen. Wenn so ein Zelt zu ist, ist es zu. Da kommt nichts durch. Dann gehen wir weiter. Hey Joel, ich habe was für dich. Cool, ich hoffe, es ist ganz viel Schrott. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Kommt drauf an, was es ist. Ach so. Nee, das ist nicht schlimm, dass du das geklaut hast. Aber sind wir schon bereit dafür? Ich glaube schon, oder? Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Okay, cool. Ich glaube, er ist soweit. Er hat es endlich überwunden. Sein großes Trauma. Good for you. Moment, war da was? Hat es da was angezeigt? Ganz kurz? Nö, wahrscheinlich nur. Nur in meinem Hirn. Aber was können wir hier? Ah, alles klar. Panzer. The Movie. Ach, vielleicht finden wir irgendwo eine Möglichkeit, den anzugucken dann, wenn Ellie älter ist. Oder beziehungsweise, wenn wir das hier hinter uns haben, wollte ich sagen. Ui, ist es gut oder ist es schlecht? Ist hier nochmal Pilzland? Das sieht nach Pilzland aus. Dieses Mal ist es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Und wenn nicht, würde ich sagen, können uns die fucking Fireflies mal. Oder wir jagen hier seit einem Jahr durch dieses Land auf der Suche nach diesen blöden Fireflies. Die sollen herkommen, wenn die irgendwie was wollen. Warum müssen wir hier alles allein machen? Die könnten uns entgegenkommen oder so. Gibt's kein Radio mehr. Ja, ich meine, da müssen halt... Hat auch nicht ewig Reichweite ohne Verstärker, ohne Antennen und so. Ich kenne mich nicht genau aus, aber... Das ist doch recht begrenzt eigentlich, so ein normaler Radiosendeturm. Also wenn hier mal nicht noch... Aha, da haben wir die schon. Ist das ein Dicker? Ich glaube, das ist ein Dicker. Achtung!
nein, sind die schon so nah? Aber echt, geh weg von mir. So, jetzt kommt her. Oh, ich muss nachladen. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ich habe nicht geguckt. Aber cool für die normalen Zombies. Reicht wirklich so ein ganz kleiner Flammenstoß. Und dann hat sich's ausgeflammt für die. Okay, Dicker, komm her. Klicker. Flammenwerfer ist ziemlich cool. Na? Vielleicht lade ich mal nach? Nein, geht nicht. Ich mag den Flammenwerfer. Der macht die so kaputt. Hey, der hatte sogar Flammenwerfer-Munition. Oh, die haben alle Flammenwerfer-Munition auch noch dabei. Das ist ja mal echt nett von denen. Dann können wir doch noch nachladen wahrscheinlich. So, Ellie, mit dem Flammenwerfer müssen wir uns keine Sorgen machen. Der ist sehr effektiv gegen die Stinker hier. Ich weiß nicht, ob die stinken. Ich bin es gewohnt, dass man Zombies Stinker nennt. Vielleicht ist es Unrecht. Vielleicht duften die ganz, ganz köstlich. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach ziemlich modrig riechen und wahrscheinlich nicht so geil. Aber halt nicht so nach Verwesung, sondern vielleicht eher nach Verpilzung. What? Im Ernst? Oh, come on. Verdammt. Selbst im Wasser brennen die noch. Das ist anscheinend ein ganz gemeiner Phosphorflammenwerfer oder sowas. Komm her, du. Ich wollte gerade sagen, warum brennt der nicht? Aber dann brennt er. Letztendlich brennen sie dann doch alle. Hey, ich glaube, das ist so ziemlich genau das, was die nicht mehr machen. Vermutlich. Ich weiß es nicht. Ah. Gott, das sind so viele. Ich weiß. Einfach weitermachen. Genau. Einfach weitermachen mit alle verbrennen. Dann wird das schon. Funktioniert doch ganz gut. Na guck, die sind echt leicht entflammbar hier. So, schön, schön, schön. Ich glaube, ich muss vielleicht noch mal schnell Molotow-Cocktails craften. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ich bedanke mich und sag bis morgen, wenn wir hier weitermachen. Macht's gut, ciao. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. Ellie ist nicht begeistert anscheinend, aber okay, da müssen wir jetzt gemeinsam durch, Ellie. Wir sind hier in einer dunklen, dunklen Höhle voller Pilzleute. Natürlich, of course. Wir werden uns hier jetzt noch durchkämpfen und dann gemütlich Party mit dem Fireflies machen. Aber ich schätze mal, dieses Hindernis, dieses eine große Hindernis hat uns das Spiel jetzt noch hier in den Weg gestellt. Vielleicht der letzte große Pilzgegnerkampf, wer weiß. Vielleicht der erste große von vielen, die noch kommen. Vielleicht irgendwas dazwischen. Wir wissen es nicht. Ich weiß nur, mit Molotow-Cocktail und Flammenwerfer kommt man ganz gut, wird man ganz gut mit denen fertig. Können wir zufällig auf den Lastwagen klettern? Das finde ich gut. Ups, habe ich ein bisschen falsch geworfen, aber passt schon. Oh Gott, die sind schon hier. Warum sehe ich denn den nicht? Hau ihn kaputt. Es ist hier so rauchig. Oh, okay. Ich gehe mit dem Flammenwerfer runter, glaube ich. Oh mein Gott. Ellie, ich hoffe, du bist feuerimmun. Feuerfest. Ja, Ellie ist feuerfest. Ich glaube, das waren alle. Ach ja, und er mit seinem
sechsten Supersinn weiß das zum Glück wirklich. Da kann man sich drauf verlassen. Hui, das war nochmal ein schöner, aber der Flammenwerfer ist einfach so awesome. Der Flammenwerfer ist einfach der Wahnsinn. Das hat sich echt gelohnt, den nochmal hoch zu leveln, weil damit können wir alle so, den können wir ganz schön einheizen. Laden wir nochmal nach. Ich habe auch, ehrlich gesagt, so viele Molotow-Cocktails verbraucht, damit wir endlich wieder ein bisschen was plündern können. Damit wieder ein bisschen Platz im Inventar ist. Ich plünder doch so gerne. Ah, jetzt können wir die Waffe nicht mehr verstärken. Ist egal. Kommt schon noch vielleicht. Hoffentlich. Moment, was hat gefehlt, um die Waffe zu verstärken? Eine viertelte Klinge brauchen wir noch, dann geht's. Moment mal, ich höre hier aber noch was. Könnten aber auch Frösche sein. Können das Frösche? Gibt es Frösche hier? Ich weiß nicht, ob es hier Frösche gibt. Husten gibt es hier anscheinend. Ich habe einen davon im Hals, also von dem Fröschen. Das wäre der bessere Spruch. Ist mir zu spät eingefallen. So ist das Leben manchmal. Okay. Kriegst du die Kiste darunter? Kein Ding. Cool. Hauruck. Ich warte hier. Das war gerade eine ganz komische Kamera. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vorsicht da unten! Ja. Was passiert, wenn ich mich drunter stelle? Ich muss es wissen. Okay, dann weiche ich da einfach aus. Schade. Hello. Oh oh. Dein Nemesis. Dein alter Nemesis Wasser ist wieder da. Ellie. Du kannst wahrscheinlich immer noch nicht schwimmen, oder? Gehen wir hier über die Klimaanlage oder was das ist. Ich weiß nicht. Aha, nein, wir haben halt keinen Bock zu springen. Hey, was machen wir, wenn es vorbei ist? Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Ja, das ist überfällig. Soll ich mal kurz abtauchen und gucken, ob da Zeugs unten ist? Weil da liegt schon irgendwie Zeugs. Aber das sind Fische, oder? Meint ihr, ich kann angeln? Oh, wie ein Fisch im Wasser. So unsterblich. Und, ist hier was? Was sagt ihr? Ich sehe nix. Ich glaube, das waren wirklich nur die Fische. Aber ich muss mal in den Lastwagen tauchen, unbedingt. Okay, hat sich erledigt. Naja. Wahrscheinlich muss ich aber da vorne jetzt eh unten durchtauchen, nehme ich an, oder? Und dann irgendwas machen. Da die Leiter, ich verstehe schon. Na dann, ab. Ich komme da nicht dran. Ich weiß. Deswegen tauche ich ja durch den Bus hier. Nein. So, jetzt. Ups. Ich bin jetzt drüben. Ach was. Bin dabei. Okay, Moment. Bin dabei. Sag mal, ich höre doch hier irgendwie... Ich bin doch nicht. Vielleicht sind es wirklich Frösche. Frösche und Klicker hören sich sehr ähnlich an. Man hätte die auch Froschis nennen können statt Klicker. Oder... Nee. Klösche. So, hier. Zum Glück sind überall ständig Leitern. Ich weiß gar nicht, warum. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Und ich gehe oben entlang. Da ist es höher. Außerdem liegt hier ein Comic-Heft für dich. Hier ist noch einer von diesen Comics. Es ist eisig. Das Comic? Wirklich? Angesichts der gescheiterten Mission beschloss Daniela und James oder beschlossen, das ultimative Opfer für die Menschheit zu bringen. Sie wollten das Schiff und die Antikohlenstoffbombe direkt in einem Neutronenstern fliegen. Die daraus resultierende Explosion wäre das Signal, signifikanteste astronomische Ereignis seit der Entstehung der Galaxis. Seit der Entstehung der Galaxis? Ich glaube, Galaxien entstehen anders, als die denken. Und, was? Und vernichtete die Flotte der Reisenden, ihre Heimatwelt und zahllose weitere Welten und Sternsysteme.
Aber wird das Opfer von zwei der großen Helden der Menschheit ausreichen, um sich aus dem eisernen Griff der Reisenden zu befreien? Das ist so ein bisschen unsere Geschichte hier, oder? So ein bisschen eine Metapher auf unsere Geschichte. Wir sind gerade auf dem Weg, in die Sonne zu fliegen, um einen Neuronenstern Antikohlenstoff-Dingens und so. Genau das machen wir, mehr oder weniger, im übertragenen Sinn. Und noch eine versperrte Tür. Oh, warte mal, bevor wir da reingehen, werde ich mal eben kurz auf den da schießen. Vielleicht macht der uns sogar die Tür auf. Nein, macht er nicht. Ah. Hat sie gerade gesagt, echt krass, weil ich so schlecht ziele. Das ist nicht sehr nett von dir. Mach's doch du. Mach's doch besser. Du hast auch eine Waffe. Mindestens eine. Wahrscheinlich sogar mehr. Also gut, hier kommen wir nicht durch, oder wie? Das ist verschlossen, sagt er. Gut, dann Ellie, du gehst rein. Der Klicker ist weg. Immerhin. Hier mit dem Fuß. Okay. Na komm. Mach das. Ich habe gerade dahin geguckt, wo der vorher saß. Ich glaube, hätte ich nicht auf den geschossen, wäre hier irgendwie ein geskripteter Event ausgelöst worden. Naja. Ich mache die Geräusche hier trotzdem fertig. Hier ist Party am Start, ich bin mir ganz sicher. Wir wissen es nur noch nicht. Machen wir uns noch ein Medkit. Und gehen wir mal in die Werkbank. Dann mal los. Mal schauen, ob wir noch irgendwas machen können. Irgendwas Sinnvolles. Wir haben jetzt 3 und... Ah, schade. 7 mehr, dann könnten wir den Flammenwerfer maximieren. Aber ich meine, Nachladetempo, das ist eh so eine Sache. Brauchen wir Pfeil und Bogen nochmal? Wer weiß schon. Wer weiß das schon so genau. Schussfolge, Magazinkapazität fürs Gewehr. Okay. Joa. Ah, Panzerbrechen. Das wäre nice, aber auch sehr teuer. Schade. Naja, dann würde ich sagen, machen wir... Warte mal, was habe ich mir gedacht? Ich glaube, hier war es irgendwas, oder? Magazingröße, was ist das? Magazinkapazität für das Ding nehmen wir. Das klingt vernünftig. 2 Schuss statt einem da reinladen ist, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht genau, wie der das macht, dass das Magazin größer wird, aber er kann es halt. Er findet einen Weg. Joel ist die Macht. Und die Macht findet einen Weg. Außerdem ist sie mein Verbündeter. Ne, warte mal, die Macht ist mein Verbündeter. Die Natur findet einen Weg. Oder das Leben? Ich glaube, das Leben findet einen Weg. Know your memes, Mensch. Wollen wir da mal reinschauen? Messer! Okay. Da wurde wer teilifiziert. Und der war hier festgekettet. Und der, oder ist die, ist jetzt Blume, ist jetzt Dünger. So, noch ein Lappen. Und ein Generator, den wir nicht anwerfen. Okay. Einverstanden. Oh, 50 Schrott. Mensch, hätte ich das mal ein bisschen früher gefunden. Hätten wir uns vielleicht noch was Cooles leisten können am Crafting Table. Aber jetzt reicht's nicht mehr für was Cooles, glaube ich. Eben, nicht mehr genug. Jetzt können wir den Flammenwerfer... Ja doch, den Flammenwerfer können wir jetzt... Komm, machen wir den Flammenwerfer einfach maximal. Und dann ist der voll und dann ist gut. Dann haben wir einen perfekten Flammenwerfer. Wisst ihr, was schön wäre? Ich fand das so cool an Resident Evil 4, dass wenn man eine Waffe maximal aufgebessert hat, dass man dann ein letztes...
total übertriebenes meistens Upgrade freischaltet. Sowas mag ich. Das ist nicht sehr realistisch, aber dieses Crafting-System ist sowieso nicht sehr realistisch. Dann kann man es auch gleich auf die Spitze treiben und das motiviert einem voll. Deswegen habe ich Resident Evil unter anderem den vierten Teil, glaube ich, 5-mal durchgespielt, damit ich alle meine Waffen maximieren kann. Weil in die Schrotflinte passen dann auf einmal 100 Schuss und die Magnum macht auf einmal so viel Schaden, dass es lächerlich ist und so weiter. Sieh mal! Da ist es! Was denn? Ah, da oben bei dem hellen Ding am Himmel. Ich habe schon ganz vergessen, dass es sowas noch gibt wie eine Sonne. Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Wo soll sie auch hin? Aha, okay. Ich vergesse immer, dass er nicht der beste Springer ist. Er kann echt viel. Genau, aber springen, das ist einfach nicht sein Ding. Okay, ich glaube, wir müssen da durchtauchen. Du schwimmst komisch, Joel. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ohne Witz, ich glaube, wir ersticken gleich, Joel. Uncool. Oh mein Gott, das war knapp. Das war knapp jetzt. Hui. Was für ein Tauchgang. Das war knapp. So knapp, ey. Rosa leerer Raum, hallo? Wenn ich da hochkommen würde, könnte ich... Ah ja, dann doch da hoch. Okay, alles klar. Gut. High Voltage. Na, hoffentlich nicht mehr. Ich hoffe, die Zeit ist vorbei. Schwupps. Ja, die Welt ist schon hart, oder? Ich habe mir gerade gedacht, ich würde eigentlich immer versuchen, an der Oberfläche zu bleiben, weil ich weiß ja, dass da unten überall Pilzzombies sind. Aber in den unteren Kanalisationsröhren wegen sind überall Pilzis und oben sind überall irgendwelche Banditen, die dir ans Fleisch wollen. Wahrscheinlich. Vielleicht auch, aber ja. Auf jeden Fall ans Leben. Und das ist nicht sehr gut. Schwupps. So, Ellie. Okay. Hör auf da. Okay. Ich weiß zwar nicht genau, was das jetzt bringen soll, wo ich sie überhaupt genau hinbringen soll, aber ich paddel mal da ans andere Ende, wo ich nicht rüberspringen kann. Vielleicht macht sie dann irgendwas, damit ich doch wieder rüber kann. Hier vielleicht? Kannst du hier hoch? Cool. Jetzt brauchen wir eine Leiter oder irgendwas, damit ich auch rüberkomme. Ob ich sie jetzt verteidigen muss? Ich weiß es nicht. Ich nehme vielleicht mal eine Waffe mit mehr Reichweite. Andererseits kann sie ganz gut auf sich selbst aufpassen normalerweise. Aber wenn ich schon hier bin, kann ich helfen. Ah, da drüben. Jetzt sehe ich's. Okay. Danke, Ellie. So klug. Ja, die beiden sind einfach unbesiegbar. Ein Dream Team. Götter. Was ist passiert? Verdammte Leiter ist hin. Ist nicht schlimm. Nimm du die Leiter. Kannst du die nehmen? Ich überlege mir was. Kannst du die Leiter... Nee, die kommt da nicht hin. Die kann die nicht wieder hochziehen. Wie machen wir das jetzt am besten? Was denn? Was meint sie denn? Soll ich es nochmal da hinstellen? Sie hat gesagt, wird das auch klappen. Vielleicht meinte sie wirklich, dass das nicht klappt. Aber ich versuche mal was. So weit weg. Ah, ich komm nicht an. Okay, gut. Also. Da oben. Aha, ich sehe schon. Ich hab's schon, Ellie. Alles cool. Kein Problem. So. Ganz chillig hochklettern. Die Leiter muss mit.
Na Gott sei Dank, sonst hätten wir jetzt ein Problem. Sonst hätte Joel ein bisschen springen üben müssen. Dam 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 dam. So. Cool. Ach so, aha, gut. Wer braucht Leitern? Ach, runterspringen kann er, aber wie er muss über... Ja, es ist schon weit. Ich meine, okay, er könnte an diesem Drahtgitter da hochklettern, aber passt schon. Ist okay. Brauchen wir die Leiter noch? Soll ich die nochmal mitnehmen? Können wir die nochmal mitnehmen? Nein, können wir gar nicht mehr. Gut, dann brauchen wir sie wohl auch nicht mehr. Oh Mann. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Das sieht gefährlich aus. Leute, ich würde sagen, auf diese Wildwasserpfad begeben wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.